Gottes Lehrer erscheinen als viele, denn das ist es, was die Welt braucht. Doch wie könnten sie, da sie in einem Zweck verbunden sind und dazu einem, den sie mit Gott teilen, getrennt sein voneinander? Was spielt es für eine Rolle, wenn sie dann in vielen Formen auftreten? Ihre Geister sind eins, ihre Geister sind eins, ihre Verbindung ist vollständig. Und Gott wirkt jetzt durch sie als eins, denn das ist es, was sie sind. Und diese Idee greift die heutige Lektion auf, Lektion 18, dass Geister verbunden sind. Und hier gibt es noch eine Stelle im Textbuch, das war gerade aus dem Handbuch für Lehrer. Geister sind verbunden, Körper sind es nicht. Körper können sich nicht verbinden. Gary Renard sagt immer, wir werden es natürlich versuchen, Körper zu verbinden, Körper zu vereinen. Und zwar immer wieder, aber es wird uns nicht gelingen, denn nur Geister sind verbunden. Nur wenn man dem Geist die Eigenschaften des Körpers zuweist, scheint Trennung möglich zu sein. Ja, und dann fühlt sich der Geist isoliert, er fühlt sich fragmentiert, er scheint privat zu sein und ja, lose stehend, autonom. Und gerade weil das die Erfahrung ist, die wir haben, wird uns etwas Neues angeboten, ein konkretes Geistestraining. Und du bist heute in Lektion 18. Ich bin heute in Lektion 18 in meinem Erwachen aus der Trennung heraus. Und da heißt es in dieser Lektion, die wir heute praktizieren, ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein. Der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt beim Lernen, dass die Gedanken, die das hervorbringen, was du siehst, niemals neutral oder unwichtig sind. Er betont auch die Idee, auf die später immer mehr Nachdruck gelegt wird, dass Geister verbunden sind. Der heutige Leitgedanke bezieht sich nicht so sehr auf das, was du siehst, sondern eher darauf, wie du es siehst. Deshalb wird in den heutigen Übungen dieser Aspekt deiner Wahrnehmung betont. Die drei oder vier empfohlenen Übungszeiten sollten wie folgt durchgeführt werden. Sieh dich um und wähle die Gegenstände für die Anwendung des heutigen Gedankens so zufällig wie möglich aus. Halte deine Augen lang genug auf jeden gerichtet, um zu sagen, ich erfahre die Wirkungen dessen, wie ich diese Wand sehe, nicht allein. Ich erfahre die Wirkung dessen, wie ich dieses Lesezeichen sehe, nicht allein. Und so weiter. Beschließe jede Übungszeit mit der Wiederholung der allgemeinen Aussage, ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein. Etwa eine Minute oder sogar weniger wird für jede Übungsperiode ausreichen. Und aus dieser Übung, des Kurs im Wundern, der im Greuthof Verlag erschienen ist und der bei der Foundation for Inner Peace die Urheberrechte liegen hat, lässt sich schon sehr viel für dein Kurslernen mitnehmen. Denn du merkst, hey, wenn ich das hier, wenn ich mein Sehen mit allen teile, weil ich die Wirkung meines Sehens nicht alleine erfahre, was möchte ich dann wirklich teilen? Ich erfahre die Wirkung meines Sehens nicht alleine. Ich habe keine private Welt. Denn, wie wir gerade gesehen haben, liegt der Irrtum darin, dass ich die Eigenschaften des Körpers, also getrennt und autonom zu sein, auf Ebene des Geistes also auf diese Ebene lege und sage, der Geist muss dann getrennt sein. Aber dem ist nie so gewesen. Du hast schon immer alles mit allen geteilt, sogar die Idee von Privatheit. Und das gibt eine gute Basis, oder? Zu sagen, hey, dann will ich hier anders denken, dann will ich hier anders erfahren. Ja, was willst du denn geben, wenn jeder zuhört? Wenn das gesamte Universum zuhört? Was möchtest du denn das gesamte Universum wissen lassen? Möchtest du das gesamte Universum deine privaten Gedanken wissen lassen?
deine Urteile, deine Sichtweisen, die ja nur privat waren. Ja. Irrtümlicherweise haben wir das gedacht, dass sie privat sind. Aber nein, wir haben das ganze Universum darin unterwiesen, was wir Tag ein, Tag aus denken. Und Achtung, hier ist ein neuer Moment. Ich wähle nicht meine Vergangenheit auf das Universum zu projizieren, auf das es mir Vergangenheit zurückprojiziert, zurückspiegelt, sondern ich wähle hier ein Wunder. Ich wähle hier Kommunikation, ich wähle hier die Tatsache, dass mein Geist mit dem Geist meines Bruders verbunden ist, mit dem anderen, dem Geist des anderen, der da draußen aussieht wie jemand anderer, aber der in Wahrheit mit mir eins ist. Und diese Entscheidung an sich klärt, was du kommunizieren willst. Denn durch deine Entscheidung für Verbundenheit öffnet sich eine ganz neue Tür. Wir nennen das Vergebung, weil du dein Denksystem nicht schützt und somit dich nicht mehr angreifst, sondern sagst, ich lasse die Natürlichkeit des Wunders, die Natürlichkeit meines Geistes und deines Geistes zu und kommuniziere, indem ich höre. Ich höre auf seine Stimme. Jesus nennt dies den Moment der heiligen Beziehung. In der heiligen Beziehung legen wir keine Bilder aufeinander oder Gedanken oder Schuldideen oder sonstiges, sondern lassen den Raum offen. Lassen den Raum offen. Heute hatte ich eine Begegnung mit einer Kellnerin im Restaurant und ich war sicher, ich würde reinkommen. Ich war in Nordrhein-Westfalen heute und zeigte ihr meine Impf-App. Und da stand drinne eine Impfung, Johnson & Johnson. Und sie sagte, ja, damit kommen Sie ja nicht rein. Und sie war recht hektisch und obwohl nicht viel los war, aber relativ aufgeregt darüber, dass ja, dass sie mir das jetzt sagen musste und dass ich nicht sozusagen den Impfstatus habe, den ja, der korrekt sozusagen ist. Und ich merkte auch meine Tendenz irgendwie dann einfach zu sagen, ja, dann gehe ich halt nicht rein, hier gehe ich halt nicht essen und so ist in Ordnung. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich die Wirkung meines Sehens nicht alleine erfahre und dass ich mir das nicht geben will. Ich will mir nicht geben, dass wir halt hier in ja, verschiedenen Meinungen getrennt voneinander halt wieder unsere Wege gehen, weil wäre ja leicht genug, aber wo ist da bitte das Wunder, wo ist bitte die Heilung, wo ist die Verbindung? Also was möchte ich geben, wenn ich die Wirkung meines Sehens nicht alleine erfahre, wenn ich die Wirkung meines Sehens von, ja, ich mache mal mein eigenes Ding und du mach mal dein eigenes Ding, nicht alleine erfahre. Und also bin ich ein bisschen stehen geblieben in der Situation und habe mit ihr geredet und einfach über die Situation geredet und die Situation genutzt, um einfach ihre Hand zu halten, sozusagen also die Verbindung zu erlauben. Und erstens wurde die Situation ruhiger, also Frieden konnte wieder in meinen Geist Eintritt finden und damit in ihrem, weil es derselbe Geist ist. Und wir haben eine andere Lösung gefunden. Und ich merkte, alles ist schon orchestriert. Also in Raum und Zeit ist alles schon orchestriert, wenn ich das Wunder wähle. Es gibt immer einen Weg für das, was mein Bedürfnis ist, wenn ich das Wunder wähle anstatt meiner besten Idee. Dann ist immer alles schon vorbereitet gewesen und nichts ist ausgelassen gewesen. Und das ist großartig, ne? Weil ich liebe diese Momente, wenn mir gezeigt wird, hey, die Welt ist gut, sie ist nicht böse. Wenn ich das Wunder nicht wähle, sieht sie böse aus, weil ich meine eigenen Irrtümer auf sie projiziere. Und die Irrtümer schauen auf mich zurück. Und sieht grimmig aus, ne? Und fürwahr
sorglos, also sorglos mir gegenüber. Und da das Natürliche aber das Wunder ist und ich das Wunder wählen kann, wird mir eine neue Reflexion angeboten und ja, mir wird ganz klar gesagt, was es zu tun gibt und ganz klar gezeigt, was es zu tun gibt. Und da ist kein Opfer, da ist kein, jemand hat mir was angetan, jemand hat mir was vorenthalten, sondern so sind die Instruktionen. Sie sind vielleicht ungewohnt, sie sind vielleicht nicht so, wie ich dachte, aber sie helfen und sie sind gut. Sie zeigen mir, dass es nirgendwo einen Verlust gibt. Und ne, bringen wir das in diesen Moment, bringen wir das in diesen Augenblick, sagen, hey, das hier ist alles arrangiert für dich, damit du jetzt eine neue Entscheidung triffst, der zu sein, das zu sein, was du in Wahrheit bist, der Sohn Gottes. Ja. Okay, du bist vielleicht zum ersten Mal in diesem Übungsbuch, vielleicht bist du zum zweiten, dritten, fünften, 20. Mal, 500. Mal in diesem Übungsbuch. Aber du bist ja kein Kursschüler dadurch, sondern du bist der Sohn Gottes, der sich durch den Kurs daran erinnert, dass du diese Identität hast und dass du diese Identität bist. Also ist dies eine ganz klare Erinnerung daran, dass du dich zum Glück nur geirrt hast und du jetzt dich an die Gesetze deines Geistes erinnerst, nämlich dass Geister verbunden sind und dass die Wirkung deines Sehens niemals von dir allein erfahren werden können. Ja, dass du frei bist, freien Willen hast zu wählen, wie du sehen willst. Und die nächsten Lektionen handeln noch sehr viel mehr davon, in unterschiedlichsten Formen. Und einfach jetzt hier zu sein in diesem offenen Geist, hier zu sein in der Beruhigung und in der Erlösung, dass du deine private Welt fallen lassen kannst. Nicht damit dir jemand was nimmt, nicht damit dein Schutz sozusagen wegfällt, sondern einfach damit der Ballast einer privaten Welt von dir fallen kann. Das ist das, was das Angebot ist, das ist, was dir eine Gelegenheit gibt, dich als gegenwärtig auferstanden zu erfahren, dich als gegenwärtig neu zu erfahren, als meine Vergangenheit ist vergangen, meine Vergangenheit ist immer vorbei und ich bin in Zeit, immer in Vergangenheit, aber nie bin ich wirklich in Zeit. Meine Essenz, meine Identität kann nicht in Zeit sein, weil es keine Berührungsfläche zwischen Ewigkeit und Zeit gibt. Zeit ist geträumt und wer kann schon wirklich in einem Traum sein? Wer kann schon wirklich in Jahreszeiten sein? Wer kann schon wirklich in Phasen des Lebens sein? Natürlich nutzen wir das alles für die Lektionen der Vergebung. Und gleichzeitig steht dir ein sofortiger Ausstieg zur Verfügung. Ein Portal wurde geöffnet. Ein uraltes Versprechen eingelöst, dass du hier und jetzt deine Gelegenheit nutzt, um auf Ewigkeit aus Raum und Zeit zu entschwinden. Und dich daran zu erinnern, dass du im Himmel bist. Im Himmel deines Geistes, den Gott als eins mit sich in Liebe, als Liebe erschaffen hat. Und du erhältst Reflexionen davon in der Welt. Und kannst einfach sagen, danke Gott, dass ich niemals aus der Einheit der Fürsorge und der Liebe rausgefallen bin, sondern nur von einem Rausfall träumte. Danke, Gott. Danke. Ich segne dich. Ich segne uns alle. Ich segne die Welt mit dieser Liebe und dieser Freude.
Und ich danke dir, dass wir in diesem Moment zusammen nach Hause gegangen sind. Alles Liebe, hab einen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht und lass dein Licht leuchten. Ich danke dir.